Jetzt kann ich ja fairerweise ein Frauenthema nennen, das ist ja den Orgasmus, der nicht möglich ist. Und ein Männerthema, irgendwas mit der Erektion oder zu früh kommen. Und für beide dieses famöse keine Lust. Überrascht hat mich im Endeffekt lange nichts, weil ich weiß, dass es alles gibt und ich viel gehört habe. Aber ich habe einen neuen Fetisch kennengelernt, auf den ich nicht gekommen bin. Ein Klient hat davon erzählt, von dem sogenannten Pedal-Pedal-Pumping. Frauen treten im Auto auf die Pedale und haben rote Nägel und bewegen und berühren die Schaltung und sowas. Also das ist ein Fetisch. Sich selbst gut spüren. Wenn die Leute rumrennen und gar nicht hinspüren und gar nicht wissen, was will ich eigentlich, was bin ich, wer bin ich und welche Bedürfnisse habe ich. Also das ist schon mal das Erste. Kenne dich. Fang an zu spüren, was willst du? Spür deinen Körper. Gutes Beispiel ist auch Atem, weil das verbindet quasi ja oben und unten und man kann richtig ins Geschlecht atmen. Und das heißt ja Sauerstoff. Und Zellen brauchen Sauerstoff, um irgendwas zu melden ins Gehirn. Also man kann kräftigere Orgasmen machen.